Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Drug Dealer Simulator. Ja, ich habe schon mal ein bisschen gepackt jetzt hier. Und kriege hier dauernd Nachrichten rein. Ja, und die bestellen ziemlich viel. Ich glaube, das kriege ich nicht mehr mit, ne? Doch, kriege ich noch. Alles gut, ich muss jetzt los. Ich habe jetzt schon bestellt. Ich habe geschaut, wo ich den Mixer herbekomme. Das war wirklich bei der Dame, die wir da gesehen haben. Allerdings stand die bei mir nicht mehr. Ich weiß nicht, was da los ist, ne? Ach, ich muss dem Eddie noch die Kohle geben. Deswegen konnte ich nicht so viel bestellen. Ich hatte bestellt. Und... Oh, da sind die Cops. Hatte dann das Problem, dass ich nur für 200 bestellen konnte. Jetzt weiß ich auch, woran das lag. Am Eddie. Den habe ich noch nicht ausgezahlt. Der Eddie. Du machst Sachen. Aber ich habe schon mal eine neue Lieferung. Die ist auch schon fertig. Muss aber noch ein bisschen... Ist hier irgendwo, ne? Ist irgendwie... Irgendwo... Irgendwie... Irgendwo 2 Meter... Hier. Kriege ich aber jetzt nicht mit. Ich muss erst ein bisschen Zeug loswerden. Dass er... Hey, das darf ich nicht vergessen, dass es da ist. Gleich. Hey, Mann. Jo. Grüß dich. Donald. Ich bestell. Also wirklich. 8 Gramm. Das habe ich sonst meinen Dealern gegeben. Bitteschön. 124. Richtig nice Geschichte. Habe ich jetzt Platz? Ich probiere mal aus, wie viel ich mitbekomme. Hauptsache schon mal das große Package. Die 20 wären geil. Ja, wunderbar, hat doch geklappt. Alles gut, alles entspannt. Darf ich mich natürlich nur nicht fassen lassen. Also einer ist hier. Cops sind aber auch in die Richtung. Entspannt. So. Ted. Auch 6 Gramm Ecstasy. Mega gut. Amphetamine natürlich ist immer noch am besten, weil es am meisten einbringt. Level 9. Schön. Habe ich irgendwas freigeschaltet? Cooles oder so? Krieg ich nicht mal einen Anruf? Der Eddie sagt, hey, Mann, was geht ab? Ich habe was ganz Feines für dich. Und ich muss mir, glaube ich, überlegen... mit welchen Drogen ich weiter dealen werde. Denn so, ich glaube, 3, wenn jetzt noch eine dazukommt, ich glaube, so 3 ist schon Maximum, was du ausliefern kannst. Wird das auch einfach zu viel. Yo, Amara. Weißt du so? Ne, war ich nicht. Ach, die wollte hier nur so eine kleine Packung haben. Bitteschön. Hey, steht der... Polizeiwagen immer noch da? Nee. Soll ich mal reinschauen? Ich schau mal rein. Möbelmodus. In deinem Versteck kannst du den Möbelmodus mit Leertaste. Du kannst... Mit Leertaste. Du kannst dann neue Möbel und Equipment im Versteck einrichten oder das Equipment lagern. Check es aus. Ja, hört sich gut an. Hört sich aber auch verdammt okay, teuer an. Well, it's a bit of a shithole. Maybe not exactly what I expected, but it's important that you like it, right? Because ja. You like it, don't you? Anyway, a bit of furniture and decorations should solve the problem. I hope. Dürfen die zu mir reinkommen? Weiß ich habe ein bisschen Angst. Ein bisschen. Viel Geld auf Tisch. »34. Da kommt noch was rein. Yo, 2 Gramm. Ah,
So, und das war's, ne? Kann ich erstmal wieder nach Hause? Und ich kann... Ich müsste jetzt eigentlich auch in den Möbelladen rein können, oder? Wenn er mir jetzt sagt, Möbelmodus. Möbelmodus, Möbelmodus. Yeah, yeah. Hier geht's richtig ab immer. Jo! Moin, Meister! Zeig mir deinen Stoff. Ja, das habe ich mir gedacht. Holy shit. Ein einfaches Bett. Plus 4 Wartezeiten-Multiplikator. Plus 2 Wartezeiten-Multiplikator. Großes Regal. Kann ich denn da auch Möbel für die Workstation? Ah, gut. Ach, guck mal, wie schön. 350. Moderner Schrank. Ein Laptop. Der ist wichtig. Der wäre wichtig in einem kleinen Ding dann auch, dass ich mir da wirklich irgendwie eine Kommode hinstelle. Eine Workstation. Wo kriege ich die her? Kleines Wandgestell. Großer Tisch industriell. Nur Gebrauchsgegenstände anzeigen. Nur Deko. Das ist nur Deko. Mhm. Okay, wunderbar. Ja, vielen Dank, Meister. Ich muss auch schon wieder, ne? Ich suche hier immer noch die Dolores. Nennen Sie jetzt einfach mal Dolores. Och, ich dachte, die steht in der Ecke. Mein, die stand doch hier. Brauch diesen beschissenen Mixer. Ist immer noch Polizeistunde. Die kommen hier lang. Akku. Naja, soll mir doch egal sein. Ich bin angekommen. Jetzt müssten auch meine Dealer eigentlich wieder was von mir haben wollen. Langsam aber sicher. Zeit ist um, ne? Ja, sag ich doch. Oh, das passt nicht. Das passt überhaupt nicht. Ich habe insgesamt... ...25 habe ich doch. Was wolltest du haben? Ja, aber der eine wollte noch 10 haben, das ist das Problem. Der wartet schon eine ganze Zeit jetzt. Also sie wollte 18 haben, er wollte 10. Das wäre 10 direkt in meine Tasche. Bambinos, 2 Gramm. Junge, Junge, Junge. Bambinos, 2 Gramm. Pass auf, der bekommt erstmal sein Zeug. Das mache ich ihm jetzt eben fertig. Denn, hallo, was machst du denn? Du sollst die Arbeitsstation aktivieren, nicht wieder einpacken. So. Zack, zack, und dann rein hier. Hinzufügen, 21. Und nochmal die 5 dazu. Zack. So, und jetzt nehme ich mir die 10 raus. Drei Stück. 3 Gramm brauche ich noch. Der wollte 2 haben. 2 Inventar, ja. Also Ecstasy muss ich bestellen. Amphetamin muss ich bestellen. Und damit komme ich noch ganz gut klar. So, dann auch nicht nur Noah. Noah braucht auch nochmal 4 Gramm. Noah, du bekommst die. Oh, der wollte auch Bambinos haben. Zwei Gramm. Noah? 4 Gramm Amphetamine zum Noah. Der will wieder 4 haben. Okay, dann steht das da immer, was er haben will. Und dann nochmal 2 Gramm. Da habe ich einmal Ecstasy falsch gemacht. Das kann ich wieder zurücklegen. Hier. So. Einmal 4. Und... Also, so. Wunderbar. Geil. 298. Dann machen wir das nochmal so. Sagen dem Eddie, yo, ich bezahle dir die Geschichte.
174 nur, okay. Und sag ihm gleichzeitig dann schon mal, du sollst mir, oh, guck mal, für 500 kann ich jetzt holen. Das heißt, ich kann jetzt mal hier auf 40 gehen. Ecstasy dann nochmal auf 20. Gras lasse ich erstmal so. So, und so bestelle ich dann. Dauert natürlich dementsprechend, ne? Wie lange? Eddie? Eddie? Puh, Eddie. Okay, ich nehme das schon mal an. Dauert aber ein bisschen, ja. Vielleicht schon mal ein bisschen Zeit totschlagen, nur ein bisschen. Ich höre gerade, war ein Fehler, die Zeit totzuschlagen. Jetzt kamen schon wieder Aufträge rein. Von Ecstasy, 3 Gramm, die kriegst du. Die mache ich dir eben fertig. Und dann habe ich das Geld auch schon wieder fast drin, ne? Ich soll Möbel kaufen, ne? Kann ich auch Möbel für hier kaufen? Ich bin in der Leertaste, drücke ich, passiert nichts. Rucksack schmeißen kann ich nur machen. So, es hat nochmal gebimmelt. Eddie. Ja? Holla, mein Junge, neue Bestellung. Oh nein, kriegst du das hin? Eddie, Planänderung. Planänderung. Sieh zu, Eddie. So, ich gehe jetzt schon mal los, ne? Mal speichern. Das war Eddie. Das war Eddie. Eddie hat nur jetzt gesagt, jo, läuft, machen wir. Können wir machen. Können wir machen, sagte Eddie. So. Mal schnell zum Eddie. Damit ich gleich nochmal bestellen kann. Oh, das wird richtig kompli werden, ne? Also wenn die in dem so schnell immer hintereinander dann bestellen, dann wird das richtig... Eddie, jetzt hast du mich aber abgezogen, ne? Eddie, so viel wollte ich... Ich war 174 haben wir besprochen, du Arsch. 174. Ich glaub's nicht. Ich wollte dafür... Ey, der hat mir alles abgezogen. Eddie, das hat Konsequenzen? Das kannst du deinem Kartell erzählen? Wir kommen auf euch zurück. Dann ist Zappen duster. Yo, Noah, du bist mein Bester. Hier. Ach, jetzt muss ich so machen und dann muss ich nochmal so machen. Akzeptiert. 72. Der Eddie, der steht immer noch dran. Der will immer noch Kohle haben, ne? Der Drecksack. Guck dir an, wie gierig er hier steht. Eddie. Ah, 72. Okay, weg hier. Ich hab Cops gehört. Sir, stop. Nicht jetzt, bitte, nicht jetzt. Garage. Oh, ich lauf dir voll in die Arme. Nee! Och nein, er hat mich. Och nein. Nein. Das schmerzt richtig. Das schmerzt richtig. Das schmerzt richtig, richtig, richtig dolle. Läufer. War sowas von Läufer. Muss weg von denen. Och Mann. Ach, so ein Mist. So ein Mist. So ein Mist. So ein Mist. Jo, was ist mit der Lieferung, Eddie? Jetzt steht die auch wieder da. Natürlich steht die jetzt da. Ich glaub's nicht. Ich bin jetzt bin ich deprimiert. Ich habe jetzt richtig viel verloren. Ach Mann. Ich nehme auf jeden Fall jetzt schon mal 80 mit für den Mixer, bring den in Sicherheit
Oder mal gucken, ob sich bis dahin der Eddie gemeldet hat. Gut, dass ich ein bisschen gelagert habe, ne? Nehmen wir mal 150 mit. Wer weiß, was sie noch im Angebot hat. Ja, und dann will der Eddie immer noch Kohle haben und meine Kohle sinkt immer mehr. Deswegen muss ich unbedingt strecken. Die klauen mir bestimmt sogar meinen Mixer. Ja, wäre so ein bisschen früher gekommen. Dann hätte ich noch ein Gramm gehabt für dich. So nicht. 65. Kauft. Ach, das macht sie von der Bank. Ich werde nicht mehr. Das ist nicht ihr Ernst, ne? Das ist nicht ihr Ernst. Emma. Emma. Ich glaub's nicht. Emma, dass du dich nicht schämst, ne? Was, wer steht denn hier? Wer möchte denn hier was haben? Dolores, was wolltest du denn haben? Ecstasy 3. Ecstasy 3. Ich muss gucken, was ich noch hab, ne? Der Eddie ist geizig, der liefert nicht. Ich weiß nicht, ob meine Lieferung jetzt hängen geblieben ist oder so. Moin Meister, was wolltest du haben? Du wolltest 10, ne? Noah, 10? 18. Oh, nee. Ich hab's nicht mehr, Noah. Ich hab's einfach nicht. Ich hab alles verloren. Das war mein Geld jetzt. Da hätte ich richtig Umsatz mitgemacht. Oh, Mann. Wo stehe ich denn hin? Zack. So. Ja, ich könnte das natürlich jetzt versuchen. Ne? Ich könnte. Produkt 10. Zum Inventar muss ich das, glaube ich, hinzufügen. Dann muss ich es hier hinpacken. Dann muss ich es nehmen. Hier rein. Du bist auch pulverisiert. Ich pulverisiere dich gleich richtig, ne? 10. Dann nehme ich Zucker. Ist das in Gramm? Das sind Gramm, ne? 50 Gramm. Nein, ich brauche nur, pass auf, brauche nur, nehmen wir 3 Gramm Zucker. Zufügen. 3 Gramm Zucker. Die Quelle ist ein anderer Stoff. Nur ein Stofftyp kann hinzugefügt werden. Um 2 Stoffe in einem zu mischen, musst du den Mixer verwenden. Was ist denn, wenn ich jetzt die 3 Gramm Zucker nehme? Einfach am Mörser in Bearbeitung, das dauert sogar. Okay, das dauert sogar. Könnt ihr jetzt rausgehen, ne? Und könnte so machen. Ist das richtig? Ist, glaube ich, richtig. Produkt verpacken. 3 Gramm. In den Labormodus hinzufügen und jetzt nehme ich die Ibo, pack die hier rein, nehme, oder reden wir jetzt von Kilo, weil da stand ja immer 8 Kilo, 2 Gramm, wunderbar, mischen oder zu Klumpkloppen, mach's immer. So, wunderbar. Inhalt der Mühle.
Bin aber auch maximal bescheuert, ne? Dann bin ich auf 15. Ich brauche 18, wollte haben. Bin ich einfach auf 15. Jetzt muss ich mir überlegen, was ich noch am besten was dazugebe. Das Zeug ist ja dann keine, hat ja keine reine Qualität mehr. Sondern wir reden ja dann von wahrscheinlich armseliger Qualität. Muss ich mal gucken. Okay, pass auf, wir wären dann bei 15. Dann nehme ich einfach nochmal das 6er Ibo. Ach, echt? Gut. Ach, jetzt hat er mir das wieder in. Das ist aber kompliziert, ey. Dann nehme ich Zucker. Dann nehme ich Zucker. Mache dann nochmal 3. Hinzufügen. Und ab dafür. Dann nehme ich schon mal das hier. Hinzufügen. Jetzt sind wir bei 15. Ja, Präzision ist armselig. Mix anwenden. Okay. Mhm. Warte aber noch. Aber dann, der hat ja gleich schon keinen Bock mehr auf sein Zeug, ne? Das machen wir aber jetzt so fertig. Huch, das will ich auf jeden Fall ausprobieren. Vielleicht sagt der, hör mal, das Zeug war aber richtig geil. Das möchte ich jetzt nur noch haben. Bestellt nur noch in der Masse. So, sind wir fertig. Verpacken, Produkt verpacken. Zack, zackidi, zack, zack, 3 Gramm. Batsch, Inventar, zack, hinlegen. Und jetzt bin ich mal gespannt, was dann da rauskommt jetzt. Mix anwenden, ne? 18 Gramm gesamt. Mix anwenden. Wunderbar, geil. Jetzt habe ich nur schon wieder vergessen, was die anderen haben wollten. Da habe ich nichts mehr. Maximale Kapazität sind 35 Gramm. Ich hoffe, ich kann das direkt von hier verpacken. Ach, hör auf. Das sind keine 18. Ich brauche 18. Oh, nee. Ach, das ist doch jetzt nicht dein Ernst, ne? Nein, es fängt schon an. Inhalt der Mühle. Mach schnell. Mörsern, mörsern, mörsern. Die 18, ach guck mal, da oben steht es ja sogar. Oh Mann, cleverle. 2 Gramm Ecstasy. Komm, nehmen wir Ecstasy, verpacken. Zack, neues, 3. Zack, haben wir. Zum Inventar. So, 10 Gramm Amphetamine möchte Johnny haben und 18 natürlich der gute Noah. 3 Gramm Ecstasy und 1 habe ich schon verloren, dann werde ich die anderen wahrscheinlich jetzt auch verlieren. Produkt verpacken, neues, 1, zack, erschaffen, Ibo. Was war das? Nein! Johnny, Noah. Was machst du? Du sollst das hinlegen. Rein da, hinzufügen. So, Mix anwenden. Oh Mann, ey, jetzt hoffentlich kriegen wir 18 da raus. Und hoffentlich hat der Noah noch Bock drauf. So, wunderbar. Nehme ich, packe ich hier rein. Komplett. Blau für, weiß ich nicht, was das ist. So, Produkt verpacken. Neues. Ich brauche jetzt ein 10er. Ein 5er. Und ein 3er. Zum Inventar hinzufügen und jetzt nichts wie raus zum hier Ecstasy ist scheißegal, das ist jetzt nicht so wichtig, aber 18 Gramm. Noah. Oh, Noah, Entschuldigung, echt Probleme gehabt mit den Cops, ne? Wunderbar, geil. So, meine Lieferung ist angekommen. Bei dem ist egal, der soll zusehen, wo er bleibt. Ganz ehrlich. Ein Skillpunkt, ja, den kannst du auch haben. Denke ich dir. 5 neue Nachrichten, Leute, ey.
Oh, bitte nicht. Ich habe so viel jetzt dabei. Oh, das hat mir jetzt echt den Arsch gerettet, ne? Egal, was das war. Es war gut. Es war verdammt gut. Das war sowas von gut. Oh mein Gott, war das gut. Oh mein Gott, das war so gut. Es war einfach so gut. Die Polizeipräsenz, ne, die nimmt auch einfach zu. Sagt ihr, wie das ist? Also. So, ich gehe jetzt eben noch rein, bringe das Zeug in Sicherheit. Ich muss den anderen Müll, den muss ich wegschmeißen, ne? Damit ich da wieder ein freies Gefäß hier habe. So, ein neuer Mix, da sind nämlich noch. Wie kann ich das denn jetzt verpacken? Die Masse des Pakets übersteigt die Masse der Quelle. Ja. Kann ich Müll machen irgendwie? Inhalt des Mülleimers. Bist du sicher, dass du... ja, möchte ich. Gut, wunderbar. Hat doch geklappt. Oh, Leute, ey, die wollen jetzt so viel, ne? Also, 20. 20. Ecstasy, 20. Und nochmal 10 Ecstasy. Oh, mein Gott. So. Ist mir jetzt egal, was passiert. Ich nehme jetzt hier... Pass mal auf, ich habe ein Rezept. Ich habe ein Rezept von... Von 10 Gramm Amphetamin. Einer Ibo. Das heißt, jetzt werde ich 2 nehmen. Ich muss das ja verdoppeln. Inhalt der Mühle. Weil das, aber wenn man das jetzt auch noch macht, das dauert enorm lange, ne? Das dauert enorm lange. Also man kann in der Zeit dann gar nicht... Ah, schwierig. Das ist echt schwierig. Und Zucker brauche ich dann gleich 4. 4 Gramm Zucker. Mal gucken, ob das gut ankommt. Das ist jetzt das Neue. Das neue Süchtig-Macht-Zeug. Dass mal fertig ist. Wunderbar. So, Produkt verpacken. 2 Gramm. Ja, ist richtig. War jetzt gerade schon wieder komplett weg. So, die Packung würde ich gerne. Habe ich zu viel auf dem Tisch liegen, oder was? Ecstasy, pack mal hier rein. Achso, muss ich auswählen, ja. So, dann nehmen wir Zucker. Huch, ach, falscher Modus. Dann nehmen wir Zucker. Und zwar hier hinzufügen. Und ja, mix dein Inhalt. Was? Warte mal, meine Dealerin wollte doch auch was haben, ne? Valentina möchte 15 Gramm... natürlich möchtest du jetzt Ecstasy haben. 18 Gramm Amphetamine. Hat der Noah bekommen. Geil, das war der Noah. Jo, dem habe ich das gegeben. So, 15 Gramm Amphetamin, Ecstasy, mache ich dir fertig. Ach, guck mal, kann ich doch direkt reinziehen. So, Mix anwenden. Oh, ist doch schön, ne? Ja, das ist nicht so schlimm. Mix anwenden. Das ist jetzt das ganz neue. Der ganz neue Shit ist das. Er kommt hier rein, wenn das fertig ist. So, Labormodus. Hallo, mach das mal alles weg.
Das wird rot. Das ist so rotes Pulver, ist das. So, geil. 15 Gramm Ecstasy wollte sie haben. Das mache ich ihr direkt mal einmal fertig. 10, zack. Und 15, zack. Inventar hinzufügen. Wunderbar. So. Valentina, 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 Valentina. Hier. Hinter mir. Muss ich gleich nochmal draußen gucken. Mache ich jetzt eben noch fertig. Ist ein bisschen länger diesmal. Das ist wichtig. Valentina ist wichtig. Beste Kundin. Mit Noah, ne? Mit Noah. Noah ist auch gut. Und der Süchtige. Guck mal, wie viel Polizeipräsenz hier ist. Moin, Valentina. Sieh zu, dass du das schnell an den Mann bringst, ne? Ich hätte das auch noch mixen können. Ich könnte auch Ecstasy klein pulverisieren, oder nicht? Eigentlich. I think so. 1000 XP. Boah, Junge. Schreck mich nicht so. Hier wohne ich. So, wunderbar. Dann würde ich sagen, speichern wir. Und wir werden uns dann in der nächsten Folge sehen. Bis dahin.